Das Schloss von Versailles, neben dem Eiffelturm einer der größten Besuchermagneten Frankreichs, ist um eine Attraktion reicher. Der neue Brunnen, kurz Le Bosquet genannt, befindet sich rund 400 Meter nördlich des Schlosses. Moderne Kunst im traditionellen Schlosspark. Natürlich ist das gewagt, aber Kreativität ist immer ein Wagnis. In Versailles sehen die Leute, was früher erschaffen wurde und was heute erschaffen wird, ohne die Geschichte damit zu verraten. Der neue Brunnen ist das Werk des Landschaftsarchitekten Louis Benesch und des Glaskünstlers Jean-Michel Ottoniel. Sie hatten 2011 an einem Wettbewerb teilgenommen und sich gegen 26 andere Projektvorschläge durchgesetzt. Ich wollte mit jemandem zusammenarbeiten, der mich mit seinen Kreationen an die Kindheit erinnert und der mit seiner Kunst einfach jeden anspricht. Ich habe Jean-Michel Ottoniel gefunden und bin mit meiner Wahl sehr zufrieden. Es ist beeindruckend, die Möglichkeit zu haben, ein Werk für das Schloss von Versailles zu schaffen, das von nun an immer dort bleiben wird. Das ist etwas anderes als eine Ausstellung, in der man sich alle Extravaganzen erlauben kann. Die Anlage ist eine Art Premiere. Sie ist das erste dauerhafte moderne Kunstwerk in Versailles. Bisher durften zeitgenössische Künstler wie 2008 Jeff Koons oder 2012 Joanna Vasconcelos ihre Werke nur zeitweise im Schloss ausstellen. Das Schloss von Versailles ist kein Museum, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Schon zu Zeiten Ludwig XIV. War Versailles ein Ort der Kreation. Es ist unsere Pflicht, Künstler willkommen zu heißen, solange ihre Werke mit dem Schloss in Einklang sind. Inspiriert wurde Jean-Michel Ottoniel von Ludwig XIV. Selbst. Bei seinen Recherchen entdeckte er alte Bilder und Schriften des Sonnenkönigs über seine Gärten und über den Tanz. Die drei Skulpturen sollen drei verschiedene Tänze repräsentieren. Zur Einweihung gibt es passenderweise eine Ballettaufführung der renommierten Kompanie LA Dance Project. Aus den früheren barocken Tänzen habe ich Skulpturen gemacht. Ich glaube, wenn man sie sieht, erkennt man meinen persönlichen Stil, aber man denkt auch an den Sonnenkönig. Ludwig XIV. War ein König, der es liebte, verschiedene Künste miteinander zu verbinden. Und er tanzte sehr gern. Hier an diesem Ort hat er vor 300 Jahren selbst getanzt. Insgesamt 4 Jahre lang dauerte die Realisierung des Ausnahmeprojekts. Ich habe noch nie so lange an einem Projekt gearbeitet. Die 2000 Glasperlen wurden in der Schweiz geblasen, die 4 blauen in Murano. Für die Perlen wurden 22.000 Goldblätter verwendet. Dann mussten wir das ganze technische System ausarbeiten, die Pumpen und Kabel. All das war ein unglaublicher Aufwand. Aber wenn ich heute das Ergebnis sehe, habe ich alle Probleme vergessen. Die Gartenanlage erstreckt sich auf einer Fläche von 1,5 Hektar. Viel ist vom Garten jedoch noch nicht zu sehen. Die Pflanzen brauchen noch Zeit zum Wachsen. Heute ist das noch nicht zu erkennen, aber die Baumkronen der Bäume werden sich annähern und einen Kreis bilden. Das Licht wird vom Boden und vom Wasser kommen und der Rest ziemlich dunkel sein, weil es sich um immergrüne Pflanzen handelt. Ein Garten wächst langsamer als wir Menschen, aber es ist in etwa das Gleiche. Ein Mensch ist mit 40 ausgereift, dieser Garten wird in 30 Jahren nach etwas aussehen. Vorerst sind keine weiteren Projekte dieser Art in Versailles geplant. Ob für Liebhaber historischer Architektur oder zeitgenössischer Kunst, Versailles ist in jeder Hinsicht ein besonderer Ort.